Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Zum Monster Sanctuary. Heute wollen wir durch den Wald. Hier sind neue Monster, die überspringen. So Leute, den Kampf habe ich für euch natürlich rausgeschnitten, weil wir kennen das Vieh schon. Druide und Magma, Raupenviech. Waren bekannte Gegner. Ich mache jetzt ab sofort, dass ich bekannte Viecher rausschneide, also Monster, die wir schon bekämpft haben. Schaffe ich den Sprung? Ich muss punktgenaue Sprünge schaffen. Das ist das, was ich überhaupt nicht kann. Aber hab's. Level-Up-Zeichen und das gleich zwei davon. Ja, ist ja wohl klar, wer die kriegt, ne? Ich hab fünf davon. Ich kann nur Monster erhöhen, die eh nicht auf dem höchsten sind. Also Sip kriegt welche und Yannick kriegt eins. Und die anderen zwei behalte ich mal. Ich muss auch mal die Beutekisten öffnen. Skills, Yannick. Was können wir dir denn Schönes jetzt geben? Multiregeneration. Mana-Stabilität. Ja, komm, Schwächen klingt gut. Er hat auf jeden Fall ja schon alle Flächenangriffe. Das bringt mir nur was, wenn ich den verbrenne. Säubern klingt gut. Und gleichzeitig, also das ist gut, einen Buff vielleicht entfernen und gleichzeitig irgendeinen zufälligen Debuff verpassen. Also das klingt richtig gut. So, und jetzt kommt wieder das Anstrengende, hier durchzukommen. Geschafft. Okay, weiter geht's. Oh, das eine Vieh, da kennen wir noch nicht. Wie heißt das? Maulwurfbär. Den Nachtflüger kennen wir schon. Der ist auch easy. So, Sunny, Cypher. Weil wir Feuer brauchen. Und wir brauchen auch Wasser. Dieses Mal können wir Schwen gar nicht gebrauchen. Also darf Sip jetzt endlich mal an den Start. Und meiner ist der einzige, der irgendeinen Buff machen kann. Also der Sunny. Deswegen Ruhm. So, was ist denn stärker? Explosion oder... Nee, hier. Flammschlag oder explosiver Stoß? Flammschlag ist stärker. Komm, wir können eine Kombi draus machen. Hier ist einmal Flammschlag. Hat den einen leider Gottes sogar verfehlt. Und dann sogar noch Feuersturm, um sie zu verbrennen. Ja, und auch noch die richtigen verbrannt. Okay, um den hinteren brauche ich mich nicht kümmern, der stirbt an der Verbrennung. Der wird immer noch an der Verbrennung sterben. So, mit Sunny greife ich als letztes an. Ich brauche ihn nur mit dem Feuerballsturm treffen, dann stirbt er auch an der Verbrennung. Wir können jetzt mit dem Säureregen dem Maulwurfbär noch den Rüstungsbruch verpassen. Ich habe ihn gesäubert. Ja. Ist
Ja, okay, die sterben an der Verbrennung. So, Giftbombe. Ja, Gift verpasst. Eishagel. Hochspannung habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Will ich mal gucken. Der wäre eh gestorben. Nachtflügler-Ei. Die Nachtflügel habe ich, glaube ich, noch nicht. Ach ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe ein paar Monster weggegeben. Die ich definitiv nicht gebrauchen kann. Aber jetzt erstmal Nachtflügler. Ich habe auch noch einen Dampfgolem-Ei irgendwo herbekommen. Das öffne ich auch direkt. Ich muss erstmal gucken, wen habe ich jetzt eigentlich alles noch. Okay, ich muss einen neuen Dave holen. Pal würde ich eigentlich auch weggeben, sobald ich irgendein Magma-Vieh habe. Du kriegst erstmal deinen Skillpunkt. Wem müsste ich noch neu hinzuteilen? Ich glaube, Zeno muss ich neu zuteilen. So. Und dann bist du der Nachtflügler. Und Dave ist der Golem. Der erste Boss, den wir hatten. Guck mal, das Spiel nimmt mir sogar den halben Namen ab. Die Druideneiche, das Alten, das ist der hier, den muss ich mir jetzt nicht nochmal holen. Erstmal gucken, was habt ihr für Außerhalbfähigkeiten. Du wärst so gesehen ein Ersatz für ihn hier. Und er hat Sonar, damit kann ich in dunklen Räumen sehen. Okay, das kann man hier jetzt logischerweise nicht einsetzen. Okay, Zeno, du bist einzigartig. Maxi werde ich demnächst wahrscheinlich weggeben. So, die Schläge habe ich schon gelernt, dass die gut sind. Okay, geschützte Offensive, während man unter dem Schild steht, macht die Monstergruppe mehr Schaden. Präventivschild wäre dann ja wohl wichtig. Ich bräuchte auch noch, genau, sowas. Etwas zum Buffen. Und ich hole mir die zwei Schildtechniken hier, weil bei ihm ist ja Schild sehr wichtig. Vorbereitung hole ich mir mit... Warte mal, ich habe doch noch hier... Genau, ein Level-Up-Zeichen. Hier, dann kriegst du noch einen Skill. Kriegst du noch Vorbereitung. Und Zeno, was hast du für Skills? Nicht besonders viele. Buffs hole ich mir generell immer. Okay. Voller Einsatz, Regeneration, Helfer und Kanalisieren. Also alles, was mit Mana zu tun hat. Und sogar noch ein Helfer-Buff. Luftsiche brauchst du, Zyklon kriegst du noch, trifft alle Gegner doppelt sogar. Angriffstreffer kriegst du, Lebensraub, Bluten. Biss, um sich selbst zu heilen. Und Bissschaden wurde erhöht. Im Kampf verwende ich dich vielleicht irgendwann mal. Okay, jetzt habe ich wieder 4 Minuten hier an Verbessern gesessen. Pastia, Haselnuss, ach, da fällt mir ein.
Habe ich euch schon gefüttert? Dich ja, Yannick glaube ich noch nicht. Mana, definitiv. Gesundheit. Und geben wir dir noch Verteidigung. Du kriegst definitiv auch Mana. Gesundheit. Ja, hauptsächlich Gesundheit. Vom restlichen Team weiß ich ja, dass ich es gefüttert habe. Das ist doch bestimmt zerstörbar. Die sah schon so zerbrechlich aus. So, ich gucke erst hier. Alles klar, da geht's noch weiter. Hier unten geht's auch ziemlich weit. Jetzt fängt's an. Jetzt wird das Level groß. Altbekannte Monster, ihr kennt den Drill. So, bin schon fertig. Wir haben ein Maulwurf-Bär-Ei. Super. Wir haben hier noch ein paar Skillpunkte zu verschenken. Was geben die ich dir denn jetzt? Für jeden Debuff kriegen die mehr Schaden. Weniger Schaden allein. Mana-Treffer muss jetzt nicht sein. Machen wir. Warte mal, was ist das ganz links? Toxische Reaktion. Okay, wir nehmen Dominanz. Und hier endlich mal in der Reihe Eissperre. Fügen Bluten hinzu in Höhe von 20% des Schadens und sind auch recht stark. Habe ich mal was, was die Eiswürfel da aus. Ach, Eiswürfel, Eishage ablöst. Und ich werde Maxi ja eh demnächst weggeben, deswegen darf der Maulwurfbär der neue Maxi sein. So, und den darf ich jetzt auch erstmal ausbessern. Erstmal natürlich die Fähigkeiten. Alle auf Stufe 2 bringen. Okay. Verbraucht es kein Mana, dann macht er eine Barriere und stellt auch noch ein bisschen Gesundheit her. Wenn ich jemand anderen heilen würde, dann würde er sich selbst auch noch mal ein bisschen heilen. Erdbeben. Alles, was alle Gegner trifft, nehme ich. Okay, kritische Treffer regenerieren Mana. Benutzt fast nur neutral, oder? Nee, nur einer davon ist neutral, dann ist das sinnfrei. Das klingt gut. Steinregen müsste jetzt nicht verbessert werden. Jeder Treffer hat Chance, Rüstungsbruch zu machen. Ja komm, dann macht das mehr Crit. Und Rache. Rache ist immer gut. So, von welchem Element sind deine Fähigkeiten? Erde und Feuer. Ich wechsle, glaube ich, Psycho mittlerweile aus. Weil ich habe schon einen Windkämpfer. Der braucht jetzt noch Ausrüstung. Du bist mehr physisch, oder? Ja, der ist rein physisch. Also brauche ich für ihn irgendeine Waffe zum physischen erhöhen. Oder ich nehme den gleichen Shuriken
wo es dann komplett egal ist. So, bisschen Verteidigung. Gesundheit und Mana-Höhe. Ja, komm, davon hast du eigentlich recht gut jetzt. Und machen wir dir auch noch Mana-Regeneration, weil die war nicht so hoch. Was kann jetzt eigentlich der Maulwurfsbär? Krallen! Zerstört Ranken! Ist ja nicht so, als ob unser normaler Dude das könnte. Magst du, ich muss dich gleich doppelt weggeben. Weil ich hatte dich gerade einfach nur als Kopie erhalten. Stimmt, ich wollte links auch noch irgendwo hoch. Ja, da geht's. Nee, geht doch nicht. Oh Gott. Das Level wird immer schlimmer mit den Stacheln. Wie wär's? Hol mir erstmal die eine Kiste. Ja. Nein. Versuch Nummer 2. Ey, guckt mal, gleich beim zweiten Versuch. Nein, ich habe mehrere Versuche gebraucht. Ich glaube, links geht's weiter in den Dungeon rein. Ich gucke jetzt hier ganz kurz einmal rechts rein. Hier ist auf jeden Fall das Rätsel, was wir nächste Folge machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!